wie versprochen, gehe ich jetzt mit euch in den Firewalk. Wobei da sehr gefährliche Viecher lauern. Aber im letzten Video sind wir hier schon mal durchgerannt. Ich möchte trotzdem noch mal hier die ganzen Dinge abgrasen. Es geht halt später mit den ganzen Heilsbohr, die wir nachher haben. Leider kann man die nicht stacken. Oh, ein Kuh. Damit geht es natürlich dann alles wieder viel, viel, viel schneller. Aber wir brauchen halt neue Attacken. Oh, was? Ah, das ist natürlich jetzt schlecht. Das hätte ich jetzt für mein Schweinchen richtig gebraucht, die Attacke. Damit würde er ganz viele Punkte bekommen. Aber egal. Also halt in der Evolutionsliste. Wie das aussieht. Die Kleinen gegen den Großen. Na egal. Bam. Ach shit, die kriegen ja noch Schaden. Au. Oh. Oh, die kriegen Schaden bei Deswarded. Oh. Das ist jetzt ganz mies. Das wusste ich nicht mehr. Ich hab gewusst, irgendwas war doch mit der Attacke. Ich hatte es so im Bauchgefühl. Aber egal. Dann müssen wir durch. Dann müssen wir halt immer mit Limena vorarbeiten. Damit es auch funktioniert. Das reißt mich aber richtig runter mit der Attacke, denn. Also 4 HP, Lebenspunkte, Gesundheitspunkte haben sie ja noch nicht. Na gut, dafür finden wir ein paar Blazebook. Das ist auch nicht schlecht. Blaze-Bücher. So. Jetzt mache ich erstmal hier eine schöne Mauer hin. Ach, wenn er nicht schneller wäre. Diese Route. Boah, der kriegt immer schon auf die Fresse. Mantel! So, jetzt. Geheilt. Die könnten sogar durchkommen. Nee, doch nicht. Kommen sie nicht. Das ist perfekt. So. Attacke! Aber, das ganz große Aber, ihr seht, wie viel Damage ich hier raushauen. Diese Attacke. 150. Für ein Viech, was in der ersten Evolution ist, das ist schon übelst. So. Weiter im Blazebook. Blaze-Bücher. Da, ah, nicht. Greif mir nicht von hinten an, du Pissding. Nein! Blödes Viech. Dafür mache ich jetzt eine Chipshütte auf. So. Das hört ihr natürlich voll gar nicht, sehe ich gerade. Escape! Ah, ich glaube, ihr hört sogar meinen Schmerzen. Mein Kauen natürlich.
that town was Nam's hometown. It was a quiet village, long known for a nomadic lifestyle. But the money of Kiki Mac and Company is about to destroy that traditional lifestyle. They began to drown in luxury and follow popular fashions. Even Nam grieved. Things change with the passage of time. This is normal. But even things that must not change begin to change. The things that must change, the things that must not change. We must distinguish the two. Na, eine schöne Weisheit war das. Dinge, die sich dagegen sträuben, verändert zu werden, die werden verändert. Und Dinge, die verändert werden müssen, werden nicht verändert. So ähnlich. Ihr konntet auch gerade, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, schön sehen, dass der Ork, der kleine Luch, mehr HP hat als unser Gaara. Ach nee, doch nicht. Noch nicht. Egal. Ich muss sowieso kämpfen. Naja, gut, mit einem nicht. Er gibt nicht so viel HP, EP. Das ist natürlich scheiße, wenn nur einer kommt. Wobei. Ich überlege so eine Ork-Viecher, die mit einem Hit zerstören können. Das wäre böse. Oh, ein Don Dragic. Und da ist ein Tiki-Dreck. Boah, ich will von den. Ja. Okay, noch nicht. Nicht geschafft. Aber erstmal. Wenn wir nämlich mit Einschlag kaputt sein werden. Ich kann dann gleich mit dem Wasserviech noch was machen. Und zwar jetzt. Und ich kann sich dann Luch sich gut erholen. Damit er eine Attacke einsetzen kann. So gut, dass er auch einen schafft. Mal schauen. Bam. Ah, war klar, ey. So. Sehr schön. Oh, ein Duelstorn. Sehr wertvoll. Gehen wir da lang. Ah, perfekt. Dann gehen wir hier rein. Oh. Das ist nicht schlecht. Pass mal hier auf den Loop. Dieses Ding merken wir uns für die nächste. Mir weitergehen. Sehr schön, dass es hier auch eine Pflanze gibt.
Ja. Na gut, ein bisschen Smalltalk. Woo, you're incredible. You're... Woo, was your village a cocoon master village? Golan is an old village. It once had a cocoon. The cocoon master that protected us abandoned the village and vanished into the forest. The village was soon destroyed. We then began to roam the forests of Peril. Didn't you have anywhere to go? That is easier said than done. There's no one left who was born and raised in that village. Everyone misses the hometown that they hear of only as a thing of the past. Even if you know it's a lie, you still can't forget. It's like that. Ja, ein Cocoon Master vom Dorf hat einen Fehler begangen und dadurch wurde das Dorf zerstört. Was ist denn mit dem Blazebook? Ach, das ist egal, dass ich eigentlich treffe. Ah, irgendwie sieht man das voll kann, dass da ein Mist kommt vom Luch. Wenn es so ein bisschen, müsste man darauf achten, wenn es so ein bisschen zögert. Na gut, ihr habt wahrscheinlich sowieso manchmal ein bisschen Zögerei. Aber wenn es halt so ein bisschen zögert vor der Attacke, bevor er mit seinem Kopf da gegen das Monster kommt, dann ist es ein Mist. Perfekt, der Stärkste hat natürlich den Schwächsten angegriffen. Oh, das war gut. Sehr schön. Das war sehr gut. So, flüchten die jetzt wieder vor mir? Oh, das war das gerade hier der nicht. Dass es immer so verzwickt sein muss hier. Aber wir müssen noch die Kiesbar finden. Idiot! Yeah. Die Attacke noch nicht. Na egal. Ah, das ist doch toll. So. Geil. Wir hauen ja alles zu Brei. Ist ja egal, das werde ich nicht angreifen jetzt hier. Wenigstens die Initiative. Halt, können wir Angst. Also ich hätte jetzt erwartet, dass wir schneller sind.
Wobei, wir haben ja einen Gaara dabei. Das ist ja sehr, sehr langsam. Aber egal, wir haben ja die Heilung. Eine Heilung dürfte noch kommen. Nee, kann nicht. Okay. Alle vier. Ah, die schöne Arena. Die können wir später nochmal machen. Mal zusammenfügend machen. Wenn ihr es nicht mehr wisst, die Arena sind wir schon mal begegnet. Und man kann halt Geld bieten für einen Kampf. Drei Kämpfe gibt es, die man machen kann. Und wenn man gewinnt, bekommt man ein bisschen mehr Kohle zurück und kann natürlich wetten auf den nächsten Kampf. Und da muss man halt dann den Einsatz wieder erhöhen, bekommt man wieder ein bisschen mehr Kohle und so weiter und so weiter. Das geht dreimal. Und dann nur einmal pro Umlauf. Also einmal, wenn wir das einmal gemacht haben und gesagt haben, nee, wir möchten nicht mehr, dann können wir das jetzt nicht mehr machen. Also nicht mehr von vorne machen, sondern müssen wirklich jetzt erstmal aus dem Wald wieder raus und wieder dahin latschen. Toll. Lönnbrag. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber ja. Also ihr bietet 100 Yen und bekommt, wenn ihr gewinnt, 120. Wenn ihr halt verliert, ist das Money weg. Die Kohle weg. So, jetzt... Jetzt hat er sein Limit erreicht, jetzt ist er verwirrt. Und hat sich sehr vernichtet. Das ist das Problem bei diesem Limit Break. Du lässt mich wohl nicht vorbei, wa? Ja, das ist bestimmt das Tor. Ah, hier kommt er wieder zurück. Okay. Probieren wir es mal. Ach, schade. Na gut, gehen wir mal wieder. Versuchen wir mal absaugen, wollte ich gerade sagen. Ah, wie zuvor auch. Hat es mal wieder nicht funktioniert. Aber jetzt hat es funktioniert. Und hier ist der Ausgang. Ah, hier geht's weiter. Und hier dürfte auch der Gegner oder sonst was sein. Mal schauen, was dieses Mal hier ist. Go! Ah, now return my cocoon!
jedes Viech da schon wieder sehe, dann kann ich echt das kotzen. Oh, drei auch noch. Oh Gott, ey. Ja, die haben doch bestimmt alle tot. Oh, mach bitte einen kaputt. Perfekt. Ach du Scheiße. Ach nee, das ist bloß ein. Oh Mann. Das ist aber jetzt ganz schön viel Pech. Yes! So, wir haben noch ein paar Bücher. Aber wir werden jetzt beschuldigt von dem Ork, dass wir der Dieb sein sollen, der seine Divine Beast hat, also seine Kokons. Okay. Achso, wir haben keine Ahnung mehr. Oh, perfekt. Dann mache ich das mal. Ah, ich wollte es eigentlich nicht wegmachen, verdammt. So, er ist verloren. Ach, at last, I'm so miserable. Give me that? Of course not. But I wonder where it is. Na gut. Dürfen wir jetzt eigentlich alles gesehen haben. Gehen wir lieber zurück. Puh. Das war schon nervig. Harvest anything? Or do you need regeneration? Macho. Macho ist cool, das. Wenn man
wenn man ein Ei ausbrütet, also das, was die Fähigkeit hat, dann wird sofort erwachsen. Also das hat dann, wenn man zum Beispiel die vierte Form hat, wird sofort zur vierten Form. Ist total cool. Ich weiß nicht, ob man denn dadurch einen Bonus rausschlagen kann. Auf die weil halt pro Level up kriegt man halt einen kleinen Bonus, wie ihr mitbekommen habt. Und halt pro Beast ist es immer anders. Also der eine kriegt mehr HP, der eine kriegt mehr MP. Und das bezieht sich eigentlich auch auf die Stufen danach. Also auf die zweite Evolution, auf die dritte Evolution. Und ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und so ein Viech. Mal schauen, was ist denn jetzt ausverkauft? Bittermogwurz. Okay. Wer Egg? Ockel Garage. Okay. Gunny Garage. Okay. Das könnte ich mir kaufen. Ruf fertig sogar. Es ist doch schon längst hier vorbei. Doch, doch schon. Das ist present. So, Bitterbockwurz. Habe ich denn 5? Zum Neuen nehme ich das mit dem Ei an. Ne, hab ich nicht. Warum, wie klar? So, Org-Medaillen. Mann, so viel. So wenig Medaillen haben wir. Ne, aber ich werde jetzt mal diese Quest hier annehmen. Okay, Garage. Achso, steht's ja auch noch. Feiergarage. Die Garage. Das dürfte das Viech sein, was man kaufen kann. 10 Stück brauche. Okay, das sind 1000. Yen? Ich sag jetzt einfach mal Yen. Weil dieses Yan soll bestimmt Yen heißen. Kaufen. Stops Beast using skills. Ah, nicht schlecht. Nicht. So, P-Bag. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber jetzt kann ich das immer nicht gebrauchen. Ist ein Bock. Nee. Mach ich das mal so hinterher. Ja, ich verkaufe das einfach auch mal. Und jetzt kaufe ich mir das natürlich aus. Garage 1, 2, 8 steht da sowieso. So. Yay, yeah, wir können uns bald den großen Rucksack leisten. Wow. Ja. Blablabla. Na, wenigstens auch ein seltenes Ei. Und unsere Rotation steigt. Ups. Ja, toll. I completed your job, sir. I see. Good job. Thank you. Here's the reward. You're welcome. Hey. 40 Punkte, ist nicht schlecht. Das heißt, wir haben eigentlich schon zwei Fallviecher für Gara. Ah, nee, haben wir nicht. Ein Wasser und ein Feuer. Hm. Ja, gut, dann werde ich mal jetzt hier speichern. Ich habe schon eine Stunde und 20 Minuten aufgenommen. Weil ich muss noch die Post reinholen, ich muss auch unten aufräumen, ich muss auch hier aufräumen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.